In der heutigen Folge läuft es gut für Manfred, Chicken Charlie. Er und die Rumänin Cornelia kommen sich immer näher. Doch Mario Orsolic und der Arzt Thomas Unten stören die Zweisamkeit. Ihr seid wieder neugierig? Was ist denn das mit euch? Geht ein Dreck, glaub ich. Ihr seid wirklich neugierig? Nein, die schaut eh keiner. Nein, es kommt eh noch. Über die Tür, wo ich bin. Ich glaube, jetzt lang gut. Nach einer Stunde, das müssen wir mal schubieren. Aber der Charlie bringt es nicht zusammen. Der redet lieber 20 Stunden mit einer. Und dann geht es dann vielleicht auch nicht mit das Mitleid mit ihm. Gerhard Klein bekommt in Wien Besuch von Valentina. Nach ihrer gemeinsamen Zeit in Warmerwecke freut sich der 52-Jährige schon auf die Rumänin. Ich hole jetzt die Valentina ab vom Flughafen. Die bleibt jetzt 3 Tage da. Sightseeing mit mir. Ich zeige ein bisschen Wien. Sie wollte mal Wien kennenlernen. Wird sicher lustig. Gerhard hat sich etwas Besonderes überlegt. Er möchte es diesmal romantisch angehen und bringt Valentina zu einem Heurigen im 19. Bezirk. Wenn die Valentina jetzt da ist, dann ist alles auf sie gerichtet. Wir wollen jetzt einmal Spaß haben, just like for fun, und sehen wir. Doch der Alkohol macht Gerhards romantischen Plänen einen Strich durch die Rechnung. In Bukarest besuchen Mario Orsolic und Chicken Charlie einen angesagten Club. Die beiden haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, doch noch Frauen kennenzulernen. Doch Chicken Charlie hat mit Mario keinen Spaß. Immer weniger sieht er in dem Boxer einen geeigneten Reisegefährten. Mit Mario lerne ich auf Urlaub fahren, das funktioniert nicht, da kommt nichts raus. Ja. Wir haben da beide andere Orte, wie wir das, auch, wie wir das angehen, Frauen anzusprechen und so. Er sitzt eher an Bord und ich sprich dann auch, es ist einseitig irgendwo. Da kann ich gleich nachfahren. Dann geht es vielleicht leichter heute. Die drei in Warmerwecke verbliebenen Österreicher sind auf einer Hochzeit eingeladen. Chicken Charlie hat die Rumänin Cornelia als seine Begleitung mitgenommen. Die beiden kommen sich langsam näher. Charlie ist glücklich und von Cornelia angetan. Gib mir Kiss. Small Kiss. Okay. Okay, Prost. Ja. Was interessant ist? Ob du das Prost hast auf Rumänisch? Ich weiß, ja, Rotto. Deppert, ja. Ich sag zu ihr Prost, ich schau mir an. Jetzt sag ich nicht wieder. Ja. Bist du narrisch? Ja. Da gewinnt sie sich, wenn ich es so genau weiß, wie der Herr im Haus ist. So, ja. Prost. So, jetzt werden wir dann bald nach Hause gehen, gell? Ja, also. Aber jeder getrennt, gell? Ja. Getrennt, ja. Sind wir schon getrennt, oder wie? Wir sind aber noch zusammen. Jetzt Charlie, wie alt ist denn noch? 29. Chicken Charlie beginnt mittlerweile daran zu glauben, dass Cornelia heute bei ihm übernachtet. Und tatsächlich liegt Romantik in der Luft. Wie gefällt sie Ihnen? Ja, sie ist mir sehr sympathisch. Sehr von sympathisch, der Optik? Ja. Was? Optik, ja. Sie ist jetzt nicht die Miss World, ja, aber sie ist eine hübsche, liebe Frau. So. Komm an. Na, schau dir mal durch, wie das ausschaut. Es ist ein Herzl rausgeschnitten. Da habt ihr keine Fantasie, seid ein paar Nasen, das ist ja Wahnsinn. Gehen wir wieder. Charlie, ja. Was passiert heute noch? Jetzt gehen wir mal heim, machen wir Party, oder? Was für Erwartungen sollt ihr haben? Wie gesagt, ich bin immer. Er hat mich wahrscheinlich schon ganz oh fertig. Oh mein Gott, ja. Ja, she loves me. Ich bin der Doktor. Wir search for a doctor, okay? Okay. Was für Erwartungen sollt ihr haben? Das weiß ich nicht, ich habe keine Erwartungen. Ich möchte sie kennenlernen, wir werden heimgehen zu uns. Das heißt, unten im Hotel irgendwo sitzen. Was ja, und dann, in Erfahrung gebracht? Was ich in Erfahrung gebracht habe. Ja. Wie sie heißt, weiß ich schon. Ja. Wie alt das ist, weiß ich schon. Und dass ein bisschen auf mich steht. Ja. Das habe ich auch schon in Erfahrung gebracht. Ja. Talk to English. Talk in English. Later. Tell you later all. Okay? Gut. Okay? Yes, we go now. Okay? Während Chicken Charlie auf Wolken schwebt, scheinen ihm Mario und Thomas sein Glück irgendwie nicht zu gönnen. Während Manfred sich auf der Heimfahrt weiter Cornelia widmen möchte, stören die beiden, wo sie nur können. Komm her. Schau weg, das sind schlecht für dich. Das sind schlecht für dich, glaub mir. Das sind schlecht, ja. Sind sehr schlecht für dich, ja. Wir wollen dir nur helfen. Ja, es hilft mir. Das ist eine super Hilfe. Es hilft mir, das ist als Freund.
Die ist schon komplett fertig. Die fragt sich noch, was ist los mit euch? Ja. Sag ich, ja, es ist alles, es ist alles noch. Kusch! Es ist Kusch! Kusch! Ich sag immer, es ist alles normal, das passt schon so. Souffleur, Charlie, Kuss, Kuss, Kuss. Das sind komplett irre, alle. Charlie, Kuss, ja, ja. Kuss. Ja, okay, for me? Yes. I have one. Thank you. Kiss me. Mm-hmm. Thank you. Kuss, Kuss. Bravo. Das war Kuss, Kuss. Bravo. Ich glaube, die packen mit Backen zu dritt heute, glaubt. Was? Do you smoke something? What is it? Do you smoke something? I smoke something? Yeah, yeah. No, no, I just lick. I never smoke. I only lick. Yeah, yeah. Oh my god. Oh my god. Take him. Charlie. Kush. Kush. So. Jetzt bitte ich euch einmal 10 Minuten nicht zum Reden, weil sonst nein, ich die steigt aus, die geht einfach. Ich hab den schon geholfen. Ja. Jetzt habe ich da oben geholfen, soll ich da unten auch noch helfen? Ja. Na komm, hör auf. Aushelfen. Ich meine, was tun wir, wenn der weg ist? Der hört sich auf den Charlie, dass der Charlie weiß, was er macht. Der Charlie braucht ein bisschen Hilfe, ein bisschen einen Rückhalt, so sehe ich das. Chicken Charlie sieht sich am Ziel seiner Bemühungen. Er ist sich sicher, dass Cornelia die Nacht mit ihm verbringen wird. Und tatsächlich scheint die Rumänin nicht abgeneigt. Was machen Sie jetzt noch im Hotel? Das ist ja. Jetzt müssen wir ein bisschen zusammen. Sie hat noch kein Tötzchen, hat sie gesagt. Ja, sie ist erst heute angekommen. Jetzt frage ich mich, ob sie bei mir schläft. Dann, ne? Hab's noch nicht gefragt, aber ich denke schon. Ja, also, glauben Sie, dass die Dame mit dem Charlie gleich mitgeht am ersten Abend? Na sicher. Dieser Sport ist so ein Tötzchen. Die schläft gleich bei ihm. Ich denke auch, er hat ihm das Geld ein bisschen gegeben. Floch. Das wird schon passen. Ist Floch, die bleibt gleich da. Die beiden scheinen ein Problem damit zu haben, dass ich und Manfred uns gut verstehen. Die beiden sind aber auch nicht mein Typ. Chicken Charlie zieht alle Register der Verführung, um Cornelia von sich zu überzeugen. Mit einer Rose möchte er sie gewogen stimmen, seinem Plan für den weiteren Verlauf der Nacht zuzustimmen. We listen to the music for half an hour or so, and then you go to bed, okay? And tomorrow I wake you up, and you go to work, for your work to Constanze, okay? It's the best, okay? It's your boyfriend? No. Da. Maybe. Da. Der Anruf scheint die Rumänin zu beunruhigen. My brother. Your brother? He care for you? Where's your brother? I don't live with my brother. My brother live in house with my mother. And I live in another house. Yeah. When I tell you, I pay. In the apartment, one, too. Yeah. And now tell me, come here because my daughter. Yeah? Your daughter? Yeah. Okay. Broken. No. Not kid, it's your daughter. This is a life, no? Yeah, this is a life, yeah. Give you for me? Okay, come. Lost uns allein, okay? Ihr seid wieder neugierig? Was ist denn das mit euch? Es geht ein Dreck, glaube ich. Ihr seid wirklich neugierig? Nein, die schaut eh keiner. Nein, nicht, ja, nein, es kommt eh noch über die Tür, wo ich bin. Sind Sie aggressiv? Aggressiv würde ich das nicht sein, aber ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, die sind ständig dort, wo ich bin. Ich will mit dir allein sein. Bissi. Nur 10 Minuten reicht, ja. Nein, dann kommen Sie mal mit Therapien einfach ständig. Es ist ein Wahnsinn. Ich mache eh nichts Schlechtes. Ja, bitte. Ich hab's im Griff, okay? Auch die letzten 10 Minuten mit Cornelia wollen Mario Orselitsch und der Arzt Thomas unten Chicken Charlie nicht in Ruhe verbringen lassen. Enttäuscht begleitet er die Rumänin zum Taxi. Ja, siehst du, was ist mit dem Wachkopf? Jetzt kommt er wieder nicht zum Stich. Was passiert da jetzt? Sie geht? Sie geht woanders, sie schlafen. Ja, der Charlie hat es nicht zusammengebracht. Er kommt nicht zum Stich. Ich pust, er ist ein Rohrkrepierer. Nein, aber er hat sich schon sehr bemüht, ne? Kann man nichts sagen. Bemüht war er, ne? Der Charlie. Ah, Wahnsinn.
Klaus, hat das nicht so gut angestellt? Ich hab nicht so viel aufgepasst, was mir wurscht war, muss ich ehrlich sein. Was hat er falsch gemacht? Ich glaube, er hat zu lang gewartet. Die hat schon brummt unten am Ding, so am Strand, hat schon brummt die ganze Zeit. Die, nach einer Stunde das müssen wir mal schubieren. Aber der Charlie bringt es nicht zusammen. Der redet über 20 Stunden mit einer. Und dann geht es vielleicht auch nicht mit das Mitleid mit ihm. Gell? Was? Ja, das wird hinkommen, ja. Charlie, was ist jetzt passiert? Ja, sie ist zu Hause gefahren. Sie fährt zu Hause gerade. Ja. Im Taxi habe ich im Taxi heimgeschickt. 100 Kilometer. Ihre Tochter hat sich verletzt am Auge. Und. Hast du was getrunken, sag einmal? Voll Koffer. Was muss denn da? Jetzt weiß ich noch keine Ahnung. Ihre Tochter hat sich verletzt. Okay, gut, ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Das ist mir egal. Ja. Aber natürlich, aber egal ist es mir nicht. Wenn es wirklich so ist und die Tochter ruft noch, ist es 12 Jahre, dann muss ich heimfahren. Logisch, wenn ich der Vater wäre von dem Kind, die heimfahren, sage ich, okay, ist noch so lustig bei euch, ich fahre einfach. Ja. Wenn es nicht so ist, okay, dann hat es eine gute Geschichte gehabt. Ja. Und ansonsten. Ja. Enttäuscht haben Sie, dass Sie nicht mit. Überhaupt nicht, ich habe keine Erwartungshaltung gehabt. Ja. Aber ein bisschen haben wir schon gedacht. Ja. Vielleicht. Jetzt haben wir eine schöne Nacht miteinander, ne? Weil es hat so ausgeschaut. Ja. Jetzt haben wir einen schönen Abend miteinander gehabt. Ja. Vielleicht kommt es morgen wieder, vielleicht nicht, was weiß ich. Nein, aber wie viel Geld hat es abgenommen? Eigentlich habe ich sowas eh verjagt. Ja. So schaut es aus. Ja. Das heißt, in den Bus hineingesessen, wie zwei voll Wahnsinnige. Und sie fragt, was mit dir los ist. Sag ich, es passt schon. Du musst dir vorstellen, du kommst nach wo hin und siehst dann die zwei Gestörten, die müssen dich aufführen. Ja. Und ich will die Frau aber kennenlernen. Ja. Da denkst du, okay, die sind alle ihre da. Ja. Okay, dann gehe ich lieber, dann suche ich das weiter, ja, bevor ich da irgendwo reinkomme. Ja. Gerhard Klein ist bereits früher als die anderen Österreicher aus Warmerwecke zurückgekehrt. In Rumänien hatte er als einziger Erfolg bei den Frauen. Besonders mit der Rumänin Valentina hat er sich gut verstanden. Nun holt er sie vom Flughafen ab. Die 28-Jährige besucht ihn für einige Tage in Wien. Ich hole jetzt die Valentina ab vom Flughafen. Die bleibt jetzt 3 Tage da. Sightseeing mit mir. Ich zeige ein bisschen Wien. Sie wollte einmal Wien kennenlernen. Wird sicher lustig. Und glauben Sie, hatten Sie noch Spaß dort, nachdem Sie weg waren? Sie waren ja doch eher der, sagen wir mal, Motor der Gruppe. Also so wie ich das mitbekommen habe, glaube ich schon, dass ich dort mehr oder weniger der Einzige war, der halbwegs Gas gemacht hat. Ich meine, der Charlie, okay, aber sonst, ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwas rausgekommen ist, was positiv ist für die drei Burschen, weil ja mehr oder weniger alles an mir gehängt ist. Ich habe die Damen kennengelernt. Dann haben sie alle quer, also zumindest der Charlie probiert da rumhupfen wie ein Händel von einer zu anderen. Und ja, aber sonst im Großen und Ganzen kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwas so zusammengekommen ist mit Kennenlernen oder sonst irgendetwas. Hey! Ah, also. You have a good flight? Huh? Have a good flight? Nice yeah, time. It was very good. I was sleeping all the way. Yes? Yeah. You drink so much yesterday, huh? No, I didn't. No, I was a good girl. Yeah. Yeah. Also, I was at home. Yeah. We are wir sind auf derselben Wellenlänge. I mean, ich meine, wir haben dieselben Ideen. Ideas. Wir denken we auf die gleiche alike, Art und Weise. So, yeah. Ja, man könnte es so sagen. Gerhard Klein möchte das Wochenende mit Valentina romantisch angehen. Mit einer Fähre geht es auf die andere Seite der Donau Richtung Kahlenberg. Mit einem Spaziergang durch den Wald und einem beeindruckenden Blick über Wien möchte Gerhard bei der Rumänin Eindruck schinden. Das ist romantisch. Nicht auf der Holzfähre, wo es glaubt sitzt und jetzt geht es nieder. romantic viewing. Ja, yeah, romantic view indeed. Yeah. What haben is Sie schon mehrere Frauen hierher gebracht? Haben Sie schon viele Frauen hierher gebracht? Das will ich jetzt nicht so beantworten. Das lassen wir einfach so in den Raum stehen. Ich weiß, dass es das gibt und war schon öfter hier. Am letzten Tag vor der Abreise nach Bukarest ist nun auch der Arzt erkrankt. Also machen sich der gelernte Maschinenschlosser und Chicken Charlie alleine auf den Weg zum Strand. Wo ist der Thomas? Der Thomas, der lässt sich heute aus. Das heißt, dann ist es heiß, der kann nicht gescheit schlafen. Jetzt sagt der Taxi überhaupt, dass ich irgendwo in Schaden und schaut einmal, dass er sich erholen kann. Von der Nacht, wo er nicht schlafen kann. Von den Frauen in Warmerwecke haben die beiden Österreicher mittlerweile genug.
Am Strand wollen sie nun keine Frauen mehr kennenlernen, sondern sich dort massieren lassen. Vor allem Chicken Charlie scheint nach der Enttäuschung in der Nacht zuvor zu resignieren. Es ist sicherlich das Schwerste überaufreißen. Klar. Man muss aber den Mut haben, irgendwo hinzugehen, die Frauen ansprechen, einladen und dann versuchen, dass wir dann am Abend fortgehen und so. Aber das ist halt immer, das Spiel geht immer von vorn los. In Warmerwecke werden Massagen direkt am Strand auf Massagetischen angeboten. Zur großen Enttäuschung von Mario und Chicken Charlie, aber von keiner Frau. Jetzt kann er da, der macht sich in Ruhe fertig. Der andere, was da war, der Tiere wird ihm massieren, der kleine Tiere wird ihm massieren. So. Hat schon Entspannung notwendig? Entspannung, ja, eine Massage ist immer gut. Ja. Jetzt haben wir noch drei Tage. Na gewiss, das ist immer gut, nicht? Muss ich massieren lassen. Lass mich so einmal, zweimal. Aber mache ich auch Scherzo-Massage normal. Ja. Aber ist egal, klassische kann ich auch machen. Scherzo-Massage mache ich. Hast du jetzt von einer Frau massiert? Nein, von einem Typen. Von einem unrasierten Herrn. Frau ist gefährlich momentan. Ja. Wenn wir sind schon Wochen da, das bewegt sich schon was auf die Art. Ja. Lieber Mann, da komme ich auf keine Gedanken. Du fängst an? Na ja, klar, bei mir ist er kürzer, aber den brauche ich nicht lang. Okay. Ist kürzer? Bei mir ist kürzer. Ich lasse mir nur das Kreuz massieren. 10 Minuten viel schon bin ich fertig. Der Charlie hat eine Vollmassage. Schau dir mal die Aussicht an, wenn du liegst. Warte, Frauen. Nächste Entspannung. Ja, nicht, dass du auffährst oder was der und scharf wirst. Ich mach die Augen zu am besten. Die letzten beiden Tage der Reise verbringen die Österreicher in Bukarest. Um für die Clubs dort gerüstet zu sein, gönnen sich Mario und Chicken Charlie davor noch eine kleine Entspannung. Mario macht den Anfang und vertraut sich als erster den geübten Händen des Masseurs an. Ganz wohl ist ihm dabei aber nicht. Was? Soll ich die Hand halten, falls weh tut? Ja, ja. Okay, ich halte die Hand, okay. Ja, ja. Da könnte da was zum Essen durchgeben. Ja, total leid. Da könnte man einen Rutschen da unten dabei. Ja, wo? Wie soll das gehen? Aber der macht da oben rein. Muss das dir verkehrt aufgelegen? Zeig mir ehrlich mit den Arsch, das ist ein Traum. Ja. So schön ist aber der nicht. Voll der Charlie. Das ist ja ein Riesengerät, das du da hängen hast. Ja, der will vorhin auch ein Riesengerät hängen. Aber wenn du vorhin eins hast, ne? Ja, aber hier ist die Charlie kein kleiner Arsch, wenn ich so ein Gerät vorhin hängen habe. Schaut das ein bisschen ungleich aus, gell? Na ja, so ist es, Charlie. Ja. Das ist eine Ölmassage, Charlie. Das hätte man daheim gehabt, hätte man nicht so weg gemessen. Ja, ich sag, der hat auch Ahnung vom Massieren. Das glaube ich schon. Das ist schwierig, gell. Wenn man schon öfters massieren lassen und der braucht eine gewisse Kraft da zum Massieren. Endlich scheint sich auch Mario Orsolic auf der Rumänienreise zu entspannen. Das Thema Frauen ist für die Österreicher in Warmerwecke aber abgehakt. Während Chicken Charlie darauf wartet, an die Reihe zu kommen, genießt Mario jede Minute der Massage. Wie war das für Sie? Super. Gut. Für mich gut. Umso älter man wird, umso mehr muss man massieren normal gehen. Was ist das? Erste geht dabei, weil das dauert eine Stunde. Gell? Muss man nicht zuschauen. Ich schau, was die Hosen dabei machen. Ja? Ich kann mir zwei hinlegen, wenn ich fertig bin, wenn ich ausgerutscht. Gut, ich schaffe die, dass ich was finde. Legen wir was hin. Wie alt soll es sein? Ja, ab 30, ich weiß, 21 geht auch. 21 geht auch? Ja. 28 auch? Und du hast schon bei 30 schon. Was? Und du hast schon bei 30 schon. Gut, dann schau ich dabei, gell? Genau. Ja, mit auf die Daten und such dir was für dich. Super. Tschüss dabei, ciao dabei. Sie, was? Auch für Manfred Chicken Charlie geht der letzte Tag am Strand mit einer Massage zu Ende. Er hat hier besonders hartnäckig versucht, Frauen kennenzulernen. Ja, am Tag haben wir versucht, Frauen zum Casten. Ist ja ganz gut gelungen, ja. Und am Abend ist keine gekommen. Ja. Ist am Zähne zugesagt, glaube ich. Ja. Plötzlich Telefonanruf und so. Naja, enttäuscht war ich nicht, aber es ist eh so wie immer auf die Art. Es ist in Österreich raus, also magst du mit einer was aus, dann hat es Telefonanruf. Ja. Du. Gleich bei das Geschäft mit der Liebe, Gerhard Klein besucht mit Valentina einen Heurigen. Ich habe immer gewusst, wenn ich genug habe, ich weiß, wo meine Grenzen sind. Ja? In Bukarest hoffen die Österreicher auf Frauenbekanntschaften. Ich werde eigentlich immer angesprochen, Frauen. Das ist wurscht, wo ich gehe. Nicht? Das Schönste bin unter den Leuten, was mit ist. Nicht meistens. Und da schlankt das von den Leuten. Und dann sind es Ati. Gerhard Klein besucht mit Valentina einen Heurigen im 19. Bezirk. Gerhard hat hier früher selbst einmal gekellnert und ist mit dem Besitzer gut befreundet. Nun möchte er der Rumänin etwas typisch Österreichisches zeigen. Das Soda nehmen, ja? Die Klassiker.
Ja, genau. Und Sauvignon, der war gut, die Flasche. Ja, den nehmen wir. Ja, bitte. Mein Eindruck von der Valentina, der war in Weimar schon perfekt. Ja. Also die letzten 2-3 Tage haben wir schon extremen Spaß gehabt. Und zum Schluss auch noch, so, da sind wir sich schon sehr nahe gekommen. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich lade nicht irgendein Mädel ein, dass ich sage, okay, ich will mit der Spaß haben und mit der trinken, mit der saufen, weil da brauche ich nicht nach Rumänien fahren, nicht besser. Aber die Valentina ist eine zum Beispiel, die schon, wo ich sagen könnte, okay, da könnte ich mich hinreißen lassen. In Weimar Wecke hat Valentina Gerhard die rumänische Art des Trinkens gezeigt. Nun möchte sich der 52-Jährige revanchieren und der Rumänin die österreichische Variante näher bringen. In Weimar Wecke, wo wir uns kennengelernt haben, waren wir, wie soll ich sagen, die Seele der Party, sehr fröhliche Menschen. Wir tranken, wir hatten Spaß. Gerhard war am richtigen Ort. Er hat nicht wie ein Fremder gewirkt. Like a foreign over there. Yeah, you remember, say one more shot. Last one, last tequila. I cannot remember. Yeah, the last one. Wiener Schnitzel von Kai. Thank you. Bitte schön. I'm glad it's smaller. Welcome. Smaller. What the hell is that? It's the whole pork in here. Das ist Salat. Danke schön. So. Okay. And this is the jam? Yes. Jam for the Schnitzel? Yes, Preiselbeer. Okay. Darf ich da helfen? Danke. You like to eat schnitzel? When you come, you yeah. And she sagt, sie will gerne Schnitzelesel mit einem Spritz, aber der Wein ist zu schade zum Spritzen. Jetzt haben wir Kalbschnitzel und Schweinschnitzel. Ich bin ein Wiener, ist ein Schweinschnitzel. Sie kriegt die traditionelle Kalbschnitzel. Irgendwo muss ich ein bisschen sparen. Es wird noch einiges kosten heute, aber schauen wir mal. Besser aber gewesen, wir hätten einen Toast bestellt. Warum das? Da waren wir gleich fertig und da schaut uns um das Kalbschnitzel. Ein Toast, zwei Spritzer, Wiedersehen, der Fall ist erledigt. But are you sure you can eat all that? That's a big. The other one is for you tomorrow to breakfast. Yeah, for the breakfast, okay. Sure. Thank you for thinking about it. I love you so much. With eggs, whatever you need, no problem. Wenn die Valentina nicht gekommen wäre, dann hätte ich heute irgendwo sitzen mit einer anderen oder was weiß ich was. Und da brauche ich mich nicht genieren dafür. Also sie ist jetzt nicht unbedingt die erste Wahl. Also das soll sich alles noch entwickeln. Nein, absolut nicht. Nein, schau, es ist ja so. Es gibt bei mir keine Wahl nicht. Wenn die Valentina jetzt da ist, dann ist alles auf sie gerichtet. Und dann ist alles auf sie ausgelegt und alles auf sie gerichtet. Und wie das dann weitergeht, das werden wir dann sehen. Wir wollen jetzt einmal Spaß haben. Just like for fun. Und sehen wir. Gerhard spielt für Valentina den Gentleman. Nicht nur ein echtes Wiener Schnitzel und österreichischen Wein lässt er für sie kommen. Er setzt auf alle Finessen der heimischen Küche, um sie zu beeindrucken. Valentina scheint sich wohl zu fühlen. Sorry. No, sorry. Bring uns einen Topfen und einen Apfelstrudel. Genau. Mit Vanillesauce. Mit Vanillesauce, beide? Genau. Ja. Ja? Ja, genau. Okay. I order for you. Okay. Und die Stabsal dazu, zu vertrauen? Das nehmen wir nachher dran. Nachher? Okay. Du mir nicht aufhusten hörst. Let's see. Geht's mir du nach, gell? Bissal. Cheers again? No. No, why not? One more time on the table. That's what I. Oh, it was the last time. Okay, sure. I forgot, sorry. Die Valentina, die trinkt so wie ich und wenn sie zu schnell ist, bremse sie mich ein. Mir ist das wurscht. Ich meine, ich muss mich nicht vernichten. Ich will mich auch nicht vernichten. Yeah, that's my second glass, actually. He's on the Ich bin nicht ein Typ, der gleich so euphorisch ist. Ja, wenn jetzt eine dich ansieht und zwinkert zweimal mit den Augen, denke ich mir, okay, ich zwinker zweimal zurück. Aber ich bin nicht einer, der gleich alles liegen. Ich kenne Menschen, die haben das Geld umgeführt mit der Scheibe. Da der Frau zwinkert zweimal mit den Augen und der ist heimgegangen, hat eine gehabt in die Scheibe getroffen, hat hingeführt und hat müssen alles verkaufen. Und heute bräut er sich
weil schaut her, ich bin nicht Neger, ich habe eher Geld, weil ich hab mein Haus. Das hat er nicht gesagt, dass er sein Haus verkauft hat. Dafür hat er ein wunderschönes Auto. Und irgendeine Frau aus dem, weiß ich nicht wo daher, ist wurscht, fuck off. Aber es ist so. Und diese Schiene will ich nicht geben. Ich lasse mich nicht irgendwie so beeindrucken durch zweimal Zwinkern und so irgendwie. Ich bin schon ein bisschen abgebrüht. Tag der Abreise in Warmer Wecke. Die drei Österreicher machen sich auf den Weg nach Bukarest, wo sie die letzten Tage vor der Abreise nach Wien verbringen wollen. Wie geht's Ihnen? Na ja, mir ist schon besser gegangen. Also, ich habe wie alle anderen auch eine Durchfallserkrankung. Relativ starke. Also, ich denke, wir haben alle Salmonellen. Und das wird schon ein paar Tage dauern. Was sind das jetzt für Symptome? Na ja, sehr, sehr starker Durchfall. Schwindel. Gelenksgliederschmerzen, Übelkeit, manchmal Erbrechen und halt sehr zusammengehauen. Und wir essen und trinken. Also essen tun wir alle so gut wie nichts, trinken nur Wasser. Und ich denke, naja, ein paar Tage wird das schon dauern. Aber was willst du machen? Es ist halt einmal so. Mir geht's gut eigentlich, muss man sagen. Der Kohlentabletten geschluckt ein paar. Mir geht's gut. Ich glaube, ich bin drüber. Jetzt geht's den Ort schlecht. Charlie, ist ja nichts? Gar nichts, ich bin ganz blendend. Ich habe eh nicht geschlafen. Ja. Aber. Geh mal, komm, fahr mal. Das sind alle verweichlicht. Aber es war schon drei volle Stunden. Sehr verweichlicht, alle, die halten alle nichts mehr aus. Manfred Chicken Charlie ist als einziger der drei Österreicher nicht krank geworden. Seiner Meinung nach ist er nach über 20 Jahren Händelbraten immun gegen Salmonellen geworden. Nun sind die drei auf dem Weg nach Bukarest. 7 Stunden dauert die Fahrt in die rumänische Hauptstadt. Warmer Wecke war für die Österreicher punkto Frauen eine Enttäuschung. In Bukarest hoffen sie am Ende der Reise doch noch Damenbekanntschaften zu machen. Wie war die Autofahrt? Großartig, das sehen Sie. Schaut nicht sehr gut aus. Nein, nein. Aber ich werde mich jetzt ein bisschen niederlegen und denke, das wird schon. Kann nur besser werden. Kann nur besser werden. Oh, Charlie, du kannst gerne hingehen heute. Intimmassage. Du musst den massieren lassen, hast du gesagt. Was ist das? Intimmassage. Und der Charlie heute hingehen. Der ist Samstag, hat er gesagt zu mir. Dann muss ich wieder in den Koffer abmachen. Denk fast. So, na gut. Wenn man wieder gleich geht, wird das scheiße. Da. Und wieder einen Code oder was? Das ist ein Blödsinn. Wird schon drinnen? Guck, guck. Nee. Lack auf eine Tür. Boom, Regen los. Ein Tag hat eine. Ich hab gewusst, mein Licht aufs Land. Na ja, Unterschied zu Farmer Wecke? Na ja, schaut schon was gleich, ne? Man schaut. So, das ist da, da. Wahrscheinlich eine große Dusche. Doppelt so groß wie Farmer Wecke. Doppelt so groß. Na da, links rein. Was haben Sie denn im Bukarest vor? Wir schauen einmal. Schauen Sie sich die Stadt einmal an. Was für Lokale da gibt und alles. Noch Lokale ein bisschen schauen. Nein? Schauen wir ein bisschen, wo die Frauen sind. Ob es überhaupt was gibt oder was Gescheites. In Wien sind Gerhard Klein und Valentina mittlerweile bei der Nachspeise angelangt. Gerhard hat sich vorgenommen, während Valentinas Besuch nicht zu viel Alkohol zu trinken. Doch ein Geschenk des Hauses macht sein Vorhaben zunichte. Hörbin! Alles in Ordnung? Bestens, alles. Ja. Hervorragend. Dankeschön. Du hast eine Einladung vom Haus. Was ist vom Haus? Ist vom Haus? Echt? Vom Haus am Eingang? Was ist denn das, ein Wasser oder was? Marillenbrand. Oh mein Gott. Ja, sicher. Ist das gleich Wodka? Nein, nein. Nein, nein, nein. Erbrecker-Brandy. Sag jetzt gleich, was das ist, Hörbin. It's a shot, right? Nein, nein. Erwin, was ist das? Erklär das, was das ist. Marillenbrand, hausgemachter Apricot-Brandy. Apricot-Brandy.
Und was machen wir mit denen? Aber die nehmen wir mit. Ich habe meine Prinzipien. Ich habe mich wirklich, ich habe seit das Verlassen meiner Frau keine Beziehung mehr gehabt. Ich habe nie gesagt, ich war Freundin. Und da waren mir sogar manche böse. Heute noch. Die sagen zu mir, du hast immer gesagt, ich bin eine Bekannte. Warum sagst du nicht, ich bin eine Freundin von dir? Ja? Ich habe immer gesagt, das ist eine Bekannte. Ich habe nie eine Freundin gehabt. Nie. Nie. Zumindest habe ich es nicht gezeigt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sich jetzt wirklich das erste Mal, sag ich mal so, irgendwas ergibt oder wie auch immer. Gib ihm noch ein Geschenk, der vertraut sich ein bisschen was. Okay. Sonst hätte er müssen Hausbesucher, wenn er schönen nicht können. Schönen Aufenthalt in Wien. Okay, da stehen wir auf, diese Ehre. Erwin, danke für die nette Bedienung. Freut mich sehr. Schöne Grüße an die Küche, alles war wie immer perfekt. Gell? Viel hat sich geändert, alles ist besser geworden. Und auch du bist ganz nett gekleidet, ganz in Orange, dass wir dich immer finden. Ja, genau. Okay. Alles Gute, zum Wohl. Prost, 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 Prost. Keiner traut sich. Hast du denn schon keiner traut sich? Oh, fuck, man. Ist not strong. Those schnaps? Oh, those were cool. Ich liebe es. Ich liebe es. Es ist der schwächste Schnaps, den ich je getrunken habe. Another one? Oh, man. Slowly, slowly. Es hat ein bisschen gedauert, bis das Glas und ich habe ein bisschen gewartet. Ich habe nicht so richtig getraut. Ich habe schon gerochen. Dass er, ich meine, ich muss ehrlich sagen, so leicht ist er nicht. Die Valentina, die ist strong, die weiß, Tequila, B-52. Ja. Aber ich bin da ein bisschen vorsichtig mit solchen Sachen, weil ich ja noch. Bei mir ist es auch so, es geht eine Zeit lang und dann macht es einen Kick und dann bin ich weg. Sieht mir keiner mehr. Das Wissen um die Nebenwirkung, die Schnaps bei Gerhard auslöst, hat er jedoch schnell vergessen. Zügig leert der 52-Jährige gemeinsam mit Valentina ein Stamperl nach dem anderen. Jetzt tust du auch von mir. This is something easier than tequila, let's see. Ich habe immer gewusst, wenn ich genug habe, das hat man auch gesehen, ich weiß, wo meine Grenzen sind. Ja? Man sollte immer so trinken, Maß, das Ziel. Mit Maß und Ziel. Ja? Bei mir war es immer so, dass ich das Ziel nie erreicht habe und nie gewusst habe, was das Maß war. Und das war immer ganz blöd. Come on. Another one? Okay. Ey, slowly. You started. Fuck off. Aber Wahnsinn, es gab mir wirklich keiner gesteppert. Come on! Come on! Stop the speed a bit, okay? Slower down a bit. Nobody, we put it nobody, away. Nobody rush us. Just easy. Just look at the atmosphere. Hear the music a bit. I cannot. Come on. This is for you. This is for you. This is ja Wahnsinn. This is, wie man sagt, du gehst putschen mit dem Bielersackel. Du gehst Blut spenden, holst das Bielersackel hier und sagst, fühlt's an. Das ist dasselbe, nicht besser. Das ist ein Wahnsinn. The idea is, he likes this one. He likes this one so much that he can only. Das hat er noch nie einer gesehen. Das gibt's ja nicht. Die Valentina, die kann schon Gas geben. She likes to give a little bit power. Just for fun. When I don't fall asleep. Yeah. Come on, this is for you. Ich lasse mich nicht mehr lenken von den Damen. So geht's nicht. Ich geh, ich hab's mir schon einmal die Schuhe ausgezogen. Come on. Mm-hmm. The last one. Okay. Prost. Prost. For you. Thank you to come. Thank you for the inviting. Okay. Eigentlich ist er nicht so stark. It's not so strong, no? No, it's only the aroma. The first is. It's tricky. Yeah, sure. In Bukarest macht sich Mario Orsolic für den Abend bereit. Der Arzt Thomas Unten ist immer noch krank. So ziehen Mario und Chicken Charlie alleine los. Sie richten sich her? Ich richte mich her für die Nacht jetzt. Wenn die Dolmetscherin kommt, das gehen wir in ein Restaurant essen. Und dann schauen wir weiter in den Nachtclub oder was. Wir müssen uns zeigen. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Was überraschen? Wie wir eigentlich immer angesprochen von Frauen. Das ist wurscht, wo ich gehe, nicht? Und schauen wir immer nicht. Woran kann das liegen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum die Frauen auch sprechen. Ich weiß, wer der Schönste bin unter den Leuten, was mit ist. Nicht meistens. Oder der Jüngste, nicht?
Jetzt bin ich der Jüngste. Und da der Schlankteste von den Leuten. Und die anderen sind alle zu blöd, was mit sind. Geld brauchen wir auch. Ein bisschen eins. Der Charlie hat wieder keins, nicht? Muss er wieder ein bisschen investieren. Muss er sich wieder ein bisschen bei mir was ausbauen. Ein bisschen Marie von mir, von da, von ihnen Geld, nicht? Der Charlie ist immer näher. Wie viel hast du jetzt mitgenommen? Ich weiß nicht, so umgerechnet. In Euro werden es 1000 sein, was ich eingesteckt habe. Was erwarten Sie sich? Ja, ich erwarte mir eigentlich nie was, aber man weiß nicht, was passiert, ne? Es kann nicht viel passieren. Mit Charlie. Charlie muss ich auch mitfinanzieren. Und der Thomas wird auch mitgehen, glaube ich, weißt du? Ich weiß nicht, ob der Geld eingesteckt haben, die Burschen. Wenn ich Pech hab, bleib ich sitzen auf der Zeche. Und mir muss alles brennen, ne? Ofen, schon fertig? Nein. Was brauchst du? Bitte. Was brauchst du? Trast ein paar? Ja, klar. Gehen wir schon, will. Schau, das haben sie fein gemacht. Ja, sicher, wir gehen fein essen, dann gehen wir in einen feinen Club. Natürlich, wir müssen bloß anziehen danach. Ne? Ja. Mehr Aussicht ist besser, Charlie, als deine. Na Gott sei Dank. Mehr Aussicht ist schon besser. Na Gott sei Dank. Ein bisschen Geld mitgenommen. Man dachte, wenn du kein Haus hast. Was willst du hier? Willst du alle kaufen, oder wie? Na, zwei. Eine für dich, eine für mich. Okay, gut. Ja, naja, leise. Du schaust auf mich. Willst du zuschauen, oder was? Das ist zuschauen nicht, wann mache ich mit. Wie viel Geld haben Sie mit? 500 Leute. Das sind 100 Euro. Kommt man locker durch. 110 Euro. Glauben Sie, ist da alles günstiger? Auf jeden Fall ist da alles günstiger. Sicher, um einiges, ja. In Begleitung der Dolmetscherin Ruxi machen sich Mario und Chicken Charlie auf den Weg in ein Restaurant. Dort möchten sie sich auf den Besuch in einem der angesagtesten Clubs der Stadt einstimmen. Charlie, was haben Sie für einen Plan in der Disco? Der Plan ist ganz einfach. Schau einfach, Frauen müssen schon da sein, das ist klar, ja. Ich gehe so hin und lade einfach am Tisch, ich will uns was trinken. Und ich glaube, die Frauen da sind, oder überhaupt alle Menschen sind so offen da und kommen einfach vorbei. Und dann trinken wir was und dann reden wir, lernen wir sie kennen und immer dieselbe Geschichte. Sind wir sie sympathisch oder nicht? Wenn nicht, dann reden wir noch einmal. Solange sind wir nicht da, wir müssen nicht die Zeit nutzen. Roxy, glauben Sie, dass das funktioniert, so wie es vorhat? Ich hoffe für ihn, ich meine. Kann sein. Als Alternative habe ich ja die Roxy. Die unterhält sich blendend mit mir. Oder ich mit ihr. Also, ich weiß nicht, ob sie mit mir blendend unterhältst. Ja. Aber. Wie sehen Sie das, dass Sie als Alternative betrachtet werden? Ja, ich. Ich will besser nicht so betrachtet werden. Da gibt es so besonders hübsche Frauen hier, dass ich einfach die kennenlernen. Ich möchte wissen, was mit dir los ist, was steckt in denen. Wie sind sie drauf und so weiter? Oder sind sie drauf, okay, wollen sie das Geld abnehmen an oder sind sie wirklich beziehungsfähig, diese Frauen? Glauben Sie, dass eine Freundin das gleich sagen wird? Ja, man spürt es aber schon. Ein bisschen Erfahrung habe ich ja schon. Ja. Eingefahren bin ich schon ein paar Mal. Der Club in Bukarest ist für österreichische Verhältnisse sehr groß und pompös. Die Tanzeinlagen der Gogos gleichen Zirkusnummern. Während Mario sich an die beeindruckende Umgebung noch gewöhnen muss, ist Chicken Charlie schon mitten im Getümmel. Mit Hilfe von Tanzeinlagen versucht er, bei den jungen Leuten Anschluss zu finden. Mario kann dem nichts abgewinnen. Wie auch schon in Warmer Wecke steht er herum und beobachtet Chicken Charlie. Selbstbewusst versucht dieser mittlerweile, ein paar junge, gut aussehende Damen mit seinen Tanzkünsten zu beeindrucken. Doch leider scheinen diese bei den Rumäninnen nicht gut anzukommen. Die Frauen bleiben auf Distanz und tanzen lieber miteinander. Chicken Charlie lässt sich von der abweisenden Art der Frauen aber nicht entmutigen und spricht sie an. Er möchte eine von ihnen auf etwas zu trinken einladen. Nach anfänglichen Kommunikationsschwierigkeiten nimmt die Rumänin aber scheinbar Chicken Charlies Angebot an. Es gibt generell einen Soldaten, nicht? Und der Charlie ist ja der Soldat. Die Soldaten sind entbehrlich. Generäle nicht, weil Generäle gibt es nicht viele. Sie sehen sich mehr in der Rolle des Generals und schaffen Mann? Ich bin in der Rolle des Generals. Wie gesagt, ob Charlie geht um, die Alte schaut her, ist er gleich umgerannt, nicht?
Mario allein auf Urlaub fahren, das funktioniert nicht. Da kommt nichts raus. Da kann ich gleich allein fahren, dann geht es vielleicht leichter halt. Gleich bei das Geschäft mit der Liebe. Der Schnapskonsum macht sich bei Gerhard Klein bemerkbar. Grüßen darf ich Sie schon, oder? Gib mir die Flasche rein und du kannst machen, was du willst. Chicken Charlie amüsiert sich mit Mario Orsulic in einem der größten Clubs Bukarests. Auch wenn er bis jetzt bei den anwesenden Damen keinen Erfolg hatte, gibt es für die beiden Österreicher genug nackte Haut zu sehen. Schließlich versucht es Chicken Charlie erneut bei den Rumäninnen, die ihn davor bereits abblitzen haben lassen. Mit Tanzeinlagen versucht er bei den Damen zu landen und ihnen körperlich etwas näher zu kommen. Mario unterstützt seinen Reisegefährten bei diesem Vorhaben nicht. Die Frauen steigen jedoch nicht auf Chicken Charlies Tanzversuche ein. So bleiben er und Mario alleine an ihrem Tisch und machen sich um 4 Uhr in der Früh auf den Weg ins Hotel. Warum geht sie schon? Na ja, schon spät, glaube ich, 4 in der Früh. Den alten Mann muss man ausrasten. Von den Damen? Ja, waren wirklich, ich muss sagen, ein paar Feste dabei, aber. Sie haben keine angesprochen? Ich habe keine angesprochen. Warum nicht? Na ja, ich kann nicht Rumänisch. Sie haben Dolmetscherin mit? Ja, das ist Dolmetscherin, aber ich nicht viel mal dumm und dumm. Der Charlie, die ganze Zeit, das kauft dir Blumen der Dolmetscherin. Das ist alles schlecht. Das ist eine gute Kiste. Was ist Charlie? Ist der Köder? So dann spuren. So dann spuren, Charlie? Ich hab zu viel Geld, dass ich schlafen kann damit. Du kannst keinen Schlung damit. Mit Mario allein auf Urlaub, das funktioniert nicht, da kommt nichts raus. Ja. Weil wir haben da beide andere Orte, wie wir das angehen, Frauen anzusprechen und so. Er sitzt eh an Bord und ich sprich's dann an, es ist einseitig irgendwo. Ja. Da kann ich gleich allein fahren, dann geht's vielleicht leichter halt. In Wien ist die Nacht hereingebrochen. Gerhard Klein und Valentina sind immer noch beim Heurigen. Gerhard hat seine guten Vorsätze, was das Trinken von Alkohol angeht, bereits über Bord geworfen. Gemeinsam mit der trinkfesten Valentina leert er die nächste Flasche Wein. Es wird ein Wein sein und ihr werdet nimmer sein. Das kenne ich auch, das Lied. Wir trinken zu, so langsam frei. Prost! Prost! Danke, danke, Prost. Danke. Ich sing, it's the wine and we never stay here on this world. No, but no, no. Only the wine. That's true. And he's gone now? That's all? Der kommt eh wieder. Kommt immer wieder. Vor allem nur die Flasche nehmen, der ist da. No, okay. That's no funny, no. Hey, funny girl, that's Heuriger, you know? The wine house. Only the wine? Sure. We didn't dance. This is another style, not here. Not here? We sure. Don't dance here. Okay. Come on, we go. Okay, let's go. Take your glasses, your phone. Let's go. Let's go to the club, okay? Oh, sure. Let's go to the club. Gerhard und Valentina wollen einen Club besuchen, von dem Valentina schon viel gehört hat. Doch leider ist das Nachmittagsprogramm so ausgeartet, dass die Stiegen für die beiden bereits ein Problem darstellen. Beim Verlassen des Heurigen treffen sie auf den Wirt. Dieser kennt Gerhard Klein schon lange und lässt es sich nicht nehmen, ihn und Valentina auf ein Glas Wein einzuladen. Nice to see you. Hallo. Darf ich auch noch ein Stückchen einladen? Immer gern, Baldi. Da, ja. Weißt, da sag ich nicht. Da sag ich nicht nein. Ja. So eine Freundin von mir aus Rumänien. Das sehe ich ja natürlich. Ja, ja. Mach ich sofort. Ja. Moment. Da lasst es nicht immer uns einzuladen auf ein Achterl. Danke, Baldi. Oder mehr. Danke. Oder mehr, immer. Prost. Ja, aber küssen darf ich sie schon, oder? Naja, du. Ja? Du hast alle vor. Gib mir die Flasche rein und du kannst machen, was du willst. Alright. Also. Aber du bist ein geschmeidiger Mensch. Ja, schmeckt euch? Du hast dich auch nicht verändert, gell? In den Jahren durch, gell? Bist du immer noch alte geblieben, gell? Bin so eher frischer so geworden. Wie, stimmt. Frischer geworden. Stimmt, schon. Schick aus. Ja. Angenommen hast. Smartes Hemd, schau mir, ich komme in den Ruderleiberl, verstehst du? Vom Neisel aus. Valentino und vom Herrn Klein, wie finden Sie es? Hübsches Bad oder was?
Ja, ich find sie ausnehmend hübsch, ja. Ja, du musst sagen zu mir. Ich meine, nicht, dass du jetzt sagst, die passt auch gut zu mir. Das war nicht die Frage, ja. Sie ist ausnehmend hübsch, bitte, entschuldige. Ja, das muss man schon sagen, ja. Ein klein eifersüchtig oder so, ist eine Gefahr? Sind wir eifersüchtig? Absolut nicht. Ziehen wir jetzt zusammen, wir zwei? Maybe. Was hab ich da auf einmal? Ich bin mit nichts gekommen und gehe mit so viel. Was finden Sie jetzt an der Valentina eigentlich erotisch? Was ist das Besondere? Also was ich an der Valentina erotisch finde, ist das erstens einmal ihr Lachen. Ja. Sie zeigt die Zähne, die lacht so erotisch. Dann, sie ist total natürlich. Die gibt es so wie wir sind. Ich meine, der Poldi kennt mich schon, ich kenne ihn. Wir verstehen sie nicht. Ja. Wir sind so, wie wir sind. Und wenn sie uns nicht wollen, dann sollen sie nach Hause gehen, dann kommt die Nachbarin. Stimmt oder stimmt's nicht? Poldi, es ist so, ja. In der nächsten Folge ist der Arzt zurück aus Rumänien und wieder gesund. Er veranstaltet bei sich zu Hause eine Party, zu der er zahlreiche Damen eingeladen hat, die auch schon für ein paar Tage bei ihm gewohnt haben. So, die Damen sind beim Umziehen, ich lasse das bleiben, weil ich bin nicht darauf aus, dass ich da meine Erektion zur Schau stelle. Nein, das ist es nicht. Thomas Unten hat auch Chicken Charlie zu der Feier eingeladen. Da die Reise nach Rumänien nicht von Erfolg gekrönt war, wähnt er sich nun am Ziel seiner Träume. Die Österreicherin ist eine Kombination aus Hängebrust und Krampf, oder? Und bei Gerhard Klein und Valentina endet der Abend anders als geplant. Der Alkohol macht Gerhard einen Strich durch die Rechnung. Come on, let's go. Come on, let's have a soda. Traurig muss Valentina den Heimweg alleine antreten. Von Gerhard ist sie enttäuscht. Ich dachte, er ist ein richtiger Freund. Aber er hat sich so sehr betrunken, dass er nicht weitermachen konnte. Das werde ich ihm nicht verzeihen. I'm not gonna forgive him about that.